Es gibt jetzt Kameras von bis, ne, wie bei allen anderen Bereichen. Dann sind wir in der höchsten Stufe. Das ist zum Beispiel hier Sony-Kamera. Die hat eine integrierte, selbstlernende Videoanalyse. Also die Kamera, die lernt auch selber. Und dann kann ich auch sehen, wer die Felge runterschraubt und ja, kann entsprechend reagieren. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem heute wirklich spannenden Beitrag zum Thema Videoüberwachung. Videoüberwachung im KNX Smart Home. Mit dabei heute wieder ist der Herbert, unser Hallo. Sicherheitsexperte. So, Herbert, jetzt bin ich an deinem Gebäude und jetzt mache ich den hier, ne, oder wie auch immer, dass du mir den Token gibst. Was passiert da jetzt eigentlich? Jetzt gehe ich bei dir an dein Gebäude, halte den Token ran. Was wird da passieren? Genau, dann prüfen wir über die Kamera, ob du auch wirklich der Freund bist und du auch wirklich diesen Token haben darfst. Also, das ist der Token und hier ist nochmal die Kamera. Das heißt, mein Gesicht wird so hier erfasst. Genau, das heißt, wir prüfen nochmal zusätzlich, ob du wirklich auch diesen Chip haben kannst oder darfst. Und erst dann, wenn wir bestätigen, ja, das ist der Frank, der darf da rein, wenn er rein möchte, dann geben wir frei. Und was passiert jetzt in dem Fall, wenn ich deinen Token mir beschafft habe und stelle mich davon hin? Dann gibt es eine Alarmmeldung, entweder auf den Sicherheitsdienst oder auf eine andere beliebige Stelle und kann dann entsprechend reagieren, weil dann bewusst ja jemand den Chip geklaut hat und bewusst dann hat er in ein fremdes Gebäude rein möchte. Das heißt, also wir können jetzt Blindenalarm machen, wir können jetzt auch unsere richtige optische, akustische Alarmanlage könnten wir aktivieren. Ne? Genau, wie der Kunde das haben möchte. Genau. Einen Stillalarm machen, dass man sagt, okay, wir machen gleichzeitig einen Screenshot von dir. Dann sehen wir, aha, das war der Typ, der den falschen Chip hat, der den Chip vielleicht geklaut hat. Und ja, dadurch stellen wir sicher, dass da keiner mit dem fremden Chip was machen kann. So, was wir euch jetzt hier so gezeigt haben, ist natürlich die nächste Stufe der Sicherheit. Wir erinnern uns, wir haben einige Beiträge zum Thema Sicherheit gemacht und wir haben euch auch gezeigt, wie die Zutrittskontrolle und auch die Alarmanlage, die dann abgeschaltet wird, deaktiviert wird, mit diesem Chip funktioniert. Das ist jetzt die nächste Stufe. Das heißt also Videoüberwachung. Wir sind weit darüber hinaus, dass wir sagen, ich kontrolliere jetzt mit einer Kamera einen bestimmten Bereich. Sage ich mal so die Tiefgarageneinfahrt, die Hofeinfahrt. So, Herbert, ich habe mich wir kennen uns schon eine Weile, gefragt, wenn ich jetzt nur eine Kamera irgendwo in die Richtung halte, macht das überhaupt Sinn? Ich muss mir halt Gedanken machen, was möchte ich mit der Kamera erreichen? Möchte ich einfach nur die Landschaft angucken? Möchte ich sehen, wenn da ein Auto herfährt, egal welche Marke? Oder möchte ich vielleicht eine Gesichtserkennung machen? Oder möchte ich auch sehen, wer da rumwuselt? Oder muss ich auch mir Gedanken machen, auf welche Entfernung das Ganze passieren soll. Also eine Kamera einfach mal kaufen und hinhängen ist immer schwierig. Das können wir ja alles auch in einer Visualisierung integrieren. Ne? Also die Leute, die jetzt zuschauen, die im Thema KNX Smart Home ein bisschen größer denken und fortgeschritten sind, die werden wissen, ich kann jetzt Kameras integrieren. So, und jetzt, wenn wir zusammenarbeiten, geht es meistens immer noch mal einen Schritt weiter. Es gibt jetzt Kameras von bis, ne, wie bei allen anderen Bereichen. Vielleicht zeichnest du mal kurz so, was gibt es denn? Was ist der Unterschied, sage ich mal, von einer, das ist jetzt keine einfache Kamera? Ja, also eine normale Kamera, um das vorsichtig auszudrücken. So eine Dome-Kamera, ne? Ist das? Ist eine Tourette-Bauform. Der Unterschied zu einer Dome-Bauform ist, dass wir keine Domkuppel mehr haben. So abgeschnitten, ne? Ja, genau. Die Domkuppel hat immer den großen Nachteil, dass sie mit den Jahren, vor allem wenn ich mit Infobeleuchtung arbeite, Mikrokratzer bekommt und dann später so nach 3-4 Jahren sehe ich nichts mehr nachts, weil die so spiegelt, die Domkuppel. So, jetzt ist für mich die Frage, da gibt es ja diese 3 Stufen. Ja, genau. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich muss mir Gedanken machen, was möchte ich mit der Kamera machen. Möchte ich jetzt nur sehen, dass jetzt da jemand zum Beispiel meine Felge runterschraubt von meinem neuen Auto? Oder möchte ich vielleicht auch sehen, wer das ist?
Also hier ist jetzt die, hier unten haben wir die Felge, ne? Mhm, genau. So, in dem Falle, und jetzt schraubt er immer die Felge weg. Ne? Genau, wenn ich jetzt so sage, Mensch, mir reicht es, dass ich jetzt das sehe, da schraubt jetzt jemand meine Felge weg. Dann ist es somit eine einfache Lösung. Wenn ich jetzt da sage, okay, ich möchte auch sehen, wer die wegschraubt, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Dann muss man dann schon mit einer anderen Kamera arbeiten. Und wenn ich sage, ich möchte das automatisch erkennen und vielleicht noch irgendwo hinmelden, dann sind wir in der höchsten Stufe. Das ist jetzt zum Beispiel hier so eine Kamera, die hat eine integrierte, selbstlernende Videoanalyse. Also die Kamera, die lernt auch selber. Dadurch kann ich die Kameras auch auf den Sicherheitsdienst aufschalten oder an irgendeine Stelle melden. Und dann kann ich auch sehen, wer die Felge runterschraubt und ja, kann entsprechend reagieren. Dann heißt das, der Karl Müller, Karl Müller schraubt jetzt die 20 Zoll Felge weg. Genau, genau. Das ist so. Und das muss man sich im Klaren sein, was will ich mit der Kamera erreichen. Mhm. Ja. Und das nächste ist, möchte ich auch vielleicht nachts was sehen, möchte ich in der Dämmerung was sehen. Da unterscheiden sich die Kamera ganz gewaltig. Ich sag mal, bei Tageslicht, bei hellem Licht, da ist es keine große Kunst mehr mittlerweile, dass ich da einigermaßen ein gutes Bild bekomme. Interessant wird es immer in der Dämmerung oder im Nachtbereich. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Das ganze System, was wir hier haben, das ist ja auch integriert immer wieder in unserem KNX Smart Home. Und ich sage es deshalb, weil es ja eigentlich alles sich jetzt spezialisiert immer mehr. Die Bereiche Licht, die Bereiche Multiroom Audio, die Bereiche Sicherheit, Komfort ist, ich meine, die Komfortanforderungen steigen, muss man so sagen. Sag mal, Herbert, jetzt haben wir hier vorne eine Kamera. Du hast ja, also es gibt ja unterschiedliche Auflösungstypen. Das geht ja schon sehr, sehr weit hoch jetzt, ne? Es geht ja bis zu 64 Megapixel geht es mittlerweile hoch. Das nimmt man zum Beispiel in Fußballstadien her. Im Fußballstadion habe ich ja relativ große Flächen, was ich überwachen möchte. Oder wir nehmen das auch her, wenn man zu der große Freiflächen oder Parkplätze, da arbeiten wir mit einer Kamera, weil wir da schlecht die Möglichkeit haben, an verschiedenen Stellen da vielleicht noch einen Kern hinzubringen. Oder zu Hause, wenn ich jetzt sage, ich habe vielleicht ein Bestandsgebäude, wo ich jetzt überwachen möchte, dann guckt man, dass man an einer Stelle, am besten die ein bisschen höher gelegen ist, dann mit einer höheren Auflösung arbeiten und dann wirklich auf das ganze Grundstück reingucken und dann wirklich digital rauszoomen. Aber das sind dann natürlich wirklich dann 30 Megapixel, 16 Megapixel und ganz neu ist jetzt eben 64 Megapixel, das ist natürlich schon eine Hausnummer, 64 Megapixel Kamera. Ich habe da für dich eine Zeichnung, wo du es ein bisschen erkennen kannst. Was bedeutet das eigentlich? Das können wir, glaube ich, jetzt mal einblenden, ne? Dass man mal ein bisschen sieht, was die Details anbelangt. Also hier in der Skizze sieht man einfach mal, wie die ganz unten links, die, sage ich mal, ja, das sind ja schon die älteren Kameras, sind trotzdem noch auf dem Markt, ne? Ja. Und ja, und oben rechts sieht man eigentlich dann schon, wo es hingeht, ne? Und das, ich muss natürlich auch die Daten, die jetzt permanent da, ja, das sind, die ich auf dem Netzwerk habe, muss ich wegschreiben können. Ja, das sind riesige Datenmengen teilweise. Also deswegen gibt es bestimmte Mechanismen von den höherwertigen Kameras, die auch die hochauflösenden Bilder relativ gut komprimiert über das Netzwerk schicken. Die Kameras arbeiten mittlerweile auch dezentral, das heißt, die Kamera wertet das intern schon aus, ohne dass es erst auf einen Server rübergeschickt werden muss. Das heißt, die Kamera, die hat die Analyse schon innen eingebaut und die entscheidet dann, was passiert und dadurch kann ich mir Unmengen an Datenmüll sparen in den Netzwerken. So, was wir heute gelernt haben, im Hausbau ist, es gibt die verschiedenen Stufen der Sicherheit. Es gibt Leute, die haben, sage ich mal, am Anfang haben sie vielleicht eine kleine Alarmanlage, ne, die löst aus und da passiert gar nichts. Ne, das sind die Nachbarn dann, die sich dann drüber freuen. Dann haben wir die Stufe, sage ich mal, vielleicht die zweite Stufe. Ich habe dann schon ein Zutrittssystem. Ich habe jetzt nicht Fingerprint gesagt, es kann auch Fingerprint sein. Ne. Komfortabler geht es mit RFID-Chip. Ich kann die Alarmanlage, ich kann gleichzeitig die Tür öffnen, Alarmanlage unscharf schalten oder wieder scharf schalten, was auch immer, kann ich alles machen. Und die nächste Stufe ist dann, und ich glaube in der Fachsprache heißt das Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ne? Ja, genau. Aber hier wäre es einfach, dass ich zwei Eigenschaften habe. Ich habe diesen hier genau. Ne? Und ich habe als nächstes das Kamerabild. Genau. Aber wie ist, ja genau. Das sind, glaube ich, so die Stufen. Und das wollten wir euch jetzt mal so zeigen, wenn es darum geht, jetzt ein Gebäude eigentlich schon ein bisschen sicherer zu machen, sicherer abzusichern. Und wir sind schon gespannt,
Wollt ihr dazu mehr hören? Wir sind gespannt auf eure Kommentare und wir bedanken uns jetzt für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.